Hallo, grüß euch. Mein Name ist Thomas Klein von Mission Millionär. Ich heiße euch herzlich willkommen auf nach mehrfacher Anfrage. Schauen wir uns heute mal die Aktie Beyond Meat an. Beyond Meat, ja, in aller Munde, war eigentlich noch nie wirklich mein persönliches Thema. Eins dieser Hype-Themen, wo wir ganz deutlich sehen, nach dem Börsengang eben gehypt und dann wieder abgebrochen. Ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Cannabis-Aktien, ja, da wo ich auch überhaupt gar nichts eigentlich mit dem Hut habe. Beyond Meat ist vom Prinzip her, was jetzt das Produkt an sich betrifft, eine viel interessantere Geschichte meiner Meinung nach, jetzt wie so manche andere Hype-Themen da draußen. Einen davon habe ich gerade genannt, Cannabis oder ja, andere Hype-Themen neben. Auf jeden Fall, in diesem Video geht es wie gesagt um die Beyond Meat Aktie, ja, und ob sich jetzt lohnt, da einzusteigen und so weiter. Wir sehen hier ganz deutlich, in der Regel bin ich ja auch immer ein Freund davon, sich so eine gehypte Aktie in so einem neuen Trend und alles mal ganz genau anzuschauen, wie zum Beispiel auch eine Lyft oder eine Uber und so weiter, ne? Nachdem sich dann sozusagen die Wogen geglättet haben und die Aktie jetzt wie in dem Fall fast wieder beim Ausgangspunkt ist oder gewesen war zumindest, letzten, also bis zum Anfang des Jahres, sich dann ein bisschen die Substanz anzuschauen eines solchen Unternehmens und dann eben zu entscheiden, ob oder ob nicht es sich dann lohnt, ja, zeitverzögert einzusteigen zum wesentlich besseren Preis. Als wie all diejenigen, die da einfach auf die erste Woge, auf die erste Welle mit aufgesprungen sind. Und Beyond Meat gehört einfach zu den Aktien, die man sich vielleicht mal auch entsprechend diesbezüglich anschauen sollte. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich eine hochspekulative Aktie ist. Wir schauen uns immer gleich hier so ein paar Kennzahlen an. So viele gibt es da noch nicht. Bis auf den KGV und der ist bei 311. Ja. Hier oben sieht man es auch. Also 311 KGV. Also nur mal einen kurzen Vergleich. Selbst eine Amazon ist bei ungefähr 68. Ja. Und ja, eine Gazprom ist beim KGV von 4 bis 6. Also das ist schon echt ein Hammerding. Ich würde hier nie mehr wie ein Tausender oder sowas investieren, weil das ist definitiv eine Zockeraktie. Also das ist so ziemlich das absolute Gegenteil von einem soliden Investment, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Grundidee der Firma, ja, und das ist ein Wahnsinnstrend, also vegan essen, also es gibt so viele Leute, die jetzt aus dem Boden sprießen mit Businessmodellen bezüglich veganes Essen. Oder halt Green Food, oder wie man es auch immer nennen mag, da Superfood und was weiß ich alles. Das ist ein riesiger Markt, der stetig steigt und wächst und im Zusammenhang mit der Klimapolitik und was weiß ich, was da noch alles dran hängt. Ja. Von daher, es ist nicht zu unterschätzender Markt, aber die Aktie insbesondere ist eine Zockeraktie, ist und bleibt so. Man sieht es allein heute, ist die letztendlich einfach mal so wieder von 112 auf 108 oder so gefallen, ja. Wie gesagt, man kann da zocken, aber muss sich halt absolut bewusst sein, dass es eine Zockeraktie ist. Eine kurze Alternative noch angesprochen. Wenn du jetzt grundsätzlich von der Idee des Fleischsubstitutes überzeugt bist, dann gibt es hier auch Alternativen und das absolute Gegenstück zu dieser Zockeraktie wäre in dem Sinne die Nestle. Die Nestle, warum? Wie komme ich jetzt auf die Nestle? Die Nestle, die haben jetzt, glaube ich, die dritte Fleischfabrik eröffnet vor einem Jahr oder so. Es ist mitunter der größte Lebensmittelhersteller der Welt. Kommt ja ursprünglich aus der Schweiz, aber schauen wir mal hier die Daten an. Ja, ein KGV von 22, also im Bereich des absolut ja, vertretbaren, ist natürlich in letzter Zeit auch extrem angezogen hier, wie fast alle anderen Aktien, ja, wie sollte es auch anders sein, aber eben wir haben hier eine Dividende von 2,5, trotz des hohen Anstiegs, ja, eine Dividende von 2,59%, also ist letztendlich ja, eine sehr gute Aktie, sehr solide und
Die haben einfach jetzt die dritte also künstliche Fleischfabrik eröffnet, wo, ich glaube, in Tschechien ist das, ja, in Europa auf jeden Fall in Europa. Und da wohl letztendlich, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Steaks zu produzieren, die aber nicht vom Tier kommen. Also kein tierisches Fleisch ist, sondern eben künstliches Fleisch. Ja, also letztendlich sowas ähnliches wie Beyond Meat. Und das ist natürlich, wenn du unbedingt in so, dann kannst du hier natürlich investieren und bist gleichzeitig dann auch, ja, sozusagen mitunter in diese, weil die werden hier weiter ausbauen, diesen Trend natürlich mitnehmen, vollends ausschöpfen, ja, wer weiß, vielleicht sogar eines Tages Beyond Meat übernehmen, ja, also auf jeden Fall sind die hochprofitabel und ist vielleicht eine gute Alternative. Das wollte ich einfach nochmal so nebenbei bemerken, wenn du jetzt von der Idee überzeugt bist, ja, Fleischsubstitut, ja, durchaus ist das zukunftsträchtig, weil wir haben natürlich ein großes Problem mit der ewigen zunehmenden Bevölkerung und mit allen anderen Problemen, Klimawandel und was weiß ich alles noch, dass wir die Wälder abroden für irgendwelche Kühe, ja, das ist nach wie vor ein absoluter Wahnsinn, der da passiert. Finde ich gut, wenn man da überzeugt ist von dem Thema, aber hier die Aktie mit 311 KGV, okay, wenn du einfach ein bisschen weniger zocken willst, versuch's mal mit der nächsten, ja. Okay, also, das soll es gewesen sein für dieses Thema. War ganz kurz, aber ich bin einfach gefragt worden über Facebook und auch letztens habe ich es irgendwann mal im Kommentar gelesen, Beyond Meat, warum ich da überhaupt noch nie was dazu gesagt habe. Somit habe ich eben hier meine Meinung abgetreten und ich bin nicht nochmal ganz deutlich, ich bin nicht investiert gewesen oder habe es vor, mich zu investieren. Man könnte hier mal für ein paar Euro mal ein Kauflimit setzen nach diesem Abschwung bei 100 oder ein paar zerquetschte, ja, man sieht es hier besser, also bei 100 und sowas, oder beziehungsweise bei 90, 100 oder 100 und ein paar Euro, wir sind ja momentan bei 110, also ja, könnte man mal ein bisschen was investieren und darauf spekulieren, dass es das Allzeithoch nochmal testet, wenn man davon überzeugt ist, dass die Firma einigermaßen solide ist. Wie gesagt, ansonsten eben Finger weg. Okay, das soll es gewesen sein für dieses kurze Video. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel, auch das Quäntchen Glück weiterhin. Und haut rein, seid fleißig und Kopf hoch, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein. Ciao.